Hallo ihr Lieben und einen guten Morgen. Gestern waren wir hier bei den wunderbaren Lichterhäusern von Kela und wir bleiben hier auf dem Tisch, denn heute geht es um das Weihnachtsservice von Kela, nämlich Hammerscheu Jül. Hier ein erster Eindruck. Und ihr kennt ja sicher Hammerscheu, die ikonische Kollektion, einmal hier verdeutlicht an der Teekanne aus der Geschirrkollektion, hier auch mit den markanten charakteristischen Rillen, die sowohl Vasen als auch Geschirr kennzeichnen. Und so ist das natürlich auch bei Hammerscheu Jül. Gestaltet wurde die Serie von der Dänin, von der Künstlerin Rikke Jacobsen. Die hat also hier diese Zeichnungen beigesteuert für das Porzellan. Das betrifft einmal hier, das findet ihr auf jedem Porzellanstück, Geschirrstück, diese Lärchenzweige. Nicht Tanne, sondern Lärche. Ich finde es aber sehr schön auch gestaltet, auch in der Detailtiefe findet ihr auf jedem Stück wieder. Ich schwenke mal ein wenig rum. Und natürlich auch einzelne Symbole, natürlich der Weihnacht, wie halt beispielsweise hier den Schneemann. Dann Weihnachtsherzen dürfen nicht fehlen. Aber auch zum Beispiel hier auf dem aktuellen Becher hier dieser Zapfen oder auch der Tannenbaum als Gebäckstück. Ja, zu den einzelnen Teilen ist zu sagen, es gibt, wie man das auch von anderen Servicen kennt, flache Teller, tiefe Teller und beispielsweise auch neu dieses Jahr ovale Platten zum Servieren, aber natürlich auch Vasen aus der Hammerscheu-Serie mit dem Hammerscheu-Jül-Dekor. Ihr seht es hier, die beiden stehen zur Auswahl. Dann nochmal einen Schwenk hier auf den aktuellen Becher. So sieht er aus und diese einzelnen Weihnachtssymbole und Dekore hat der. Und wir gehen noch mal weiter. Hier der tiefe Teller, kleiner flacher Teller und natürlich der Speiseteller. Eine schöne Geschenkidee, wie ich finde, ist auch hier die Bonbonniere, aber auch die Weihnachtskugel und auch zum Servieren von Keksen, Nüssen oder anderen Dingen gibt es hier diese Schalen auf Fuß. Natürlich hier auch unten mit den Rillen. Also da ist für alle Eventualitäten das passende parat. Ja, ich hoffe, euch hat auch dieser Einblick wieder gefallen aus unserer Serie. Wenn ihr Feedback habt, gerne immer mir schreiben in die Kommentare. Und ja, seid gespannt auf die nächsten Videos. Und später gibt es natürlich wieder Einzelbilder davon.